Es ist Passknacker sein hier. Alter. Ja, müsst ihr Passknacker machen, dann seht ihr solche Straßen hier. Und dem Navi vielleicht anwählen, vermeide kleinste Straßen. Ah, meine Reserveanzeige hat sich auch wieder beruhigt. Und bei so einem Tempo habe ich 50 km Restreichweite. Geht ja fast nichts durch die Düsen durch. So ein kleiner Hauch. Jo, hier stehen LKW-Anhänger rum. Die sind irgendwie hergekommen. Oh, wieder Zivilisationsstraße. Geil. Scheiße, aua. Ah. Fuck. Alter. Oh. Das könnte ich mir denken, dass sowas passiert. Ja, ist nur gegen Muskel, nichts Knochen. Nur Muskel, nichts Knochen. Ja, trotzdem. Ich hab aber. Ich hab echt gedacht, du fährst los. Nee, nee. Ja, hab ich gesehen. Scheiße. Ja, ist nur Verkleidung. Oh, bei dir mit dem Bein wirklich alles so kalt ist, okay. Oh. Also mal was dazu danach gesagt, so im Schnitt. Das ist jetzt 3,5 Wochen her. Tut jetzt immer noch die Wade leicht weh, ich habe auch keine Einschränkungen mehr. Und die ganze Geschichte haben wir untereinander geklärt. Das ist mit einer Versicherung alles, der hat es an die Versicherung gemeldet. Die Versicherung kümmert sich darum und alles weiter werden wir sehen. Ich habe jetzt keinerlei Schäden oder so danach. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt gepixelt. Muss nicht alles sehen. Ich habe ungefähr 10 Minuten Film dann rausgeschnitten, weil es völlig unheimlich sitzt halt da und schmerzt vor mich hin. Geht gleich weiter, wo wir an einem Gasthof sind. Und dann seht ihr weiter. Ja, es kommt leider erstens alles immer anders und zweitens als man denkt. Die Ducati ist leider kaputt. Der Besitzer lässt sie jetzt abholen vom Schutzbrief. Sie tropft Öl und Wasser. Da sieht man die Spur da. Und ich fahre zur Ferienwohnung. Dann muss ich den Urlaub leider alleine verbringen. So. Spart Benzin, ja, ist aber schön. 18.12 Uhr.
Weil irgendwann machen die Dings aber zu und ich habe morgen früh kein Frühstück. Ja, jetzt ohne Passknacker, weil ich muss dann eh nochmal her hier, ne? Ja, da ich noch Beinauer habe, von dem ungeplanten Crash vorhin, fahre ich auf direktem Weg dahin und versuche auch so wenig wie möglich zu schalten und anzuhalten, weil sitzen, liegen geht, aber schalten gut weh, also jedes Mal, wenn man die Wade bewegt. Oh, jedes Mal schalten tut weh, ey. Thank you.
Ja, ich glaube, ich mache aus, weil es ist jetzt leider langweilig. Ich fahre jetzt direkt den Weg dahin, um das Bein so wenig wie möglich zu belasten. Und dann gucken wir morgen weiter.